Ja, ich bin nicht sehr laut, weil ich etwas erkältet bin. Ich bitte also zu protestieren, wenn ich nicht mehr zu verstehen bin. Dann werde ich mir Mühe geben, etwas lauter zu werden. Wir schreiben den 24. Oktober. Es hält. 1914. Deutschland ist Weltmeister. Der große Krieg hat ein schnelles Ende gefunden. Mit Glindenspiel ziehen heimkehrende deutsche Truppen von der Siegessäule durchs Brandenburger Tor am Kaiser auf der Siegestribüne vorbei. Jetzt ist das 1. Garderegiment zu Fuß angekommen. Wilhelm II., den Großen werden ihn die Zeitungen am nächsten Tag nennen, gebietet Halt und reißt mit einer energischen Handbewegung sein blankes Schwert in die Höhe. Soldaten, ruft er, als ihr im August ins Feld zog, habe ich euch geschworen, dieses Schwert erst dann wieder in die Scheide zu stecken, wenn ich den Frieden diktieren kann. Der Kaiser küsst sein Schwert und ruft, es ist vollbracht. Und dann steckt er unter Hurra und Jubelrufen das Schwert in die Scheide. Es ist erreicht. Nach ihrem Sieg an der Marne am 6. September waren wie geplant die deutschen Truppen im Sturm nach Paris vorgedrungen, hatten am Monatsende ganz Frankreich in ihrer Hand. Und der russische Koloss auf dönernden Füßen war unter den wuchtigen Schlägen des deutschen Soldaten auch schnell zusammengebrochen. Der diktierte Frieden ist ganz nach dem sehr gemäßigten Septemberprogramm des deutschen Kanzlers Theobald von Bethmann-Hollweg ausgerichtet. Auf dem Höhepunkt der Marne-Schlacht hatte der Reichskanzler die alten Mindestforderungen der deutschen Industrie zu Papier gebracht. Und jetzt ist es verwirklicht. Frankreich tritt die urdeutschen Gebiete an der Kanalküste von Dünkirchen bis Boulogne ab und natürlich Belfort, den Westabhang der Vogesen und das Erzbecken von Brienne. Frankreich zahlt Kriegsentschädigung, so hoch, dass es nie wieder hochkommt. Belgien ist Vasallenstaat, Restbelgien versteht sich. Denn Lüttich und Antwerpen sind preußisches Staatsgebiet. Luxemburg wurde um belgisches und französisches Gebiet vergrößert und ist jetzt deutscher Bundesstaat. Im Osten wird gerade ein breiter Grenzstreifen von polnischer und jüdischer Bevölkerung evakuiert. Aber das ist erst der Anfang. Der ganze Kontinent, auch mit Italien, Schweden und Norwegen, ist der Mitteleuropäische Wirtschaftsbund, selbstverständlich von der Mitte, von Berlin aus geführt. Und auf dem schwarzen Erdteil gibt es jetzt Deutschlands riesiges mittelafrikanisches Kolonialreich, zusammengefügt aus den bisher französischen, belgischen und portugiesischen Kolonien. Deutschland ist Weltmacht. So hatten sie es sich ausgedacht, die deutschen Eliten mit ihrem Griff nach der Weltmacht im August 1914. Sie ahnten nicht, aber sie hätten es bei rationaler Überlegung merken müssen, dass von diesem Griff nur der Titel eines Buches übrig bleibt, mit dem ein in seiner Zunft verhasster und heute wieder verhasster Historiker ihr Wollen und ihr Scheitern beschreibt. Und ihre Schuld an einem Weltkrieg, der 9,5 Millionen Menschen, 9,5 Millionen Soldaten das Leben kostete, nicht gerechnet die Millionen toter Zivilisten, die Vermissten, die oft schwer verstümmelten. Schuld? Man konnte das schon immer auch ganz anders sehen. Es war eine Tragödie. Der angesehene Großhistoriker Golemann erzählt eine bewegende Geschichte über einen Besuch des Altreichskanzlers Fürst von Bülow nach Kriegsausbruch
in Berlin. Er sah den Kaiser, ein bleiches, erschrockenes, ich möchte sagen, verstörtes Antlitz mit unruhig flackernden Augen, erregt und dabei doch abgespannt. Er sah den unbeschreiblich hilflosen und traurigen Ausdruck im Blick des Reichskanzlers und fragte ihn: Nun sagen Sie mir bloß, wie ist dies alles gekommen? Bethmann Hollweg hob seine langen Arme gen Himmel und antwortete mit dumpfer Stimme: Ja, wer das wüsste! Golomans historische Hilfsauskunft auf diese 9 Millionen Tote fragen? Man könnte es nicht wahrhaftiger darstellen. Sie, die der Welt als die ruchlosen Anstifter erschienen, wussten nicht, wie ihnen geschehen war. Über Bethmann schreibt er: Der brave Mann ist die Gewissensqualen, welche diese Angelegenheit ihm bereitete, nie mehr losgeworden. Unsinn. Gewissensqualen hatte Reichskanzler Bethmann Hollweg im August 1914, als er gerade mit seinem Kaiser und dessen Generalen den Krieg ausgebrochen hatte, überhaupt nicht. Es war etwas anderes. Der Kanzler ist derjenige gewesen, der am Ende entschieden hat, die Sache eskalieren zu lassen. Er wollte die Entente, das Bündnis England, Frankreich, Russland, testen. Das ging daneben. Er hatte sich schlicht verzockt. Diese Auskunft gab 100 Jahre später der durchaus konservative Militärhistoriker Michael Ebkenhans in einem Interview den Potsdamer Neuesten Nachrichten. Das könnte Ärger geben unter den Kollegen, fast so wie 1961 als Fischer auftrat. Da platzt in die Geschichten erzählende deutsche Historikerzunft, die es auch nicht besser wusste als der zitierte Golo, eine Bombe. Sie ist 896 Seiten dick, heißt Der Griff nach der Weltmacht und stammt von dem schon erwähnten Hamburger Ordinarius für mittlere und neuere Geschichte Fritz Fischer. Er zerstört die herrschende Legende, dass keiner 1914 den Krieg gewollt habe, dass alle nur hineingeschlittert seien, wie es später der britische Staatsmann Lloyd George behauptete. Fischer verlor sich nicht in Spekulationen über das Seelenleben von Kaiser und Kanzler. Er enthüllte durch sorgfältiges Aktenstudium die Kriegsziele der Reichsregierung und das noch wildere Annexionsprogramm des Alldeutschen Verbands. Und er zeigt auf, hinter welchen Kriegszielen Krupp und die AEG, Siemens und die Deutsche Bank stehen. Kurz, Fischer, dessen Thesen von Spiegel und Zeit und von jüngeren Historikern aufgegriffen werden, ist lästig. Vor allem aber, er stellt deutsche Kontinuität her. Die Historikerzunft, der es gelungen war, Hitler als fürchterlich Betriebsunfall, der nie wieder vorkommt, aus der deutschen Geschichte herauszuoperieren, tritt von Kiel bis Freiburg gegen die aufgewärmte Kriegsschuldlüge der Alliierten an. So schreibt es hoch aus dem Norden aus Kiel Michael Freund an die Frankfurter Allgemeine. Freund, eigentlich Politologe, hatte in seiner bis heute weit verbreiteten deutschen Geschichte für den Bertelsmann bedeutende eigene Kriegsschuldtheorien verfochten. Aus dem Balkan quoll das Leichengift, an dem Europa sterben sollte. Über Serbien? Es war verständlich, dass Österreich das giftige Insekt zertreten wollte. Dieser Professor der 1937 völkische Zersetzung und soziale Drohung bekämpfte, erläuterte nun in der maßsetzenden Frankfurter Allgemeinen, warum die Kriegsschuldfrage nie wieder zu ihrem vergiftenden Leben erweckt werden dürfe. Freund aus Kiel: Unser gegenwärtiges politisches Dasein legt uns die Verpflichtung auf, über das Wesen des Ersten Weltkrieges
mit uns ins Reine zu kommen. Denn wenn es so wäre, dass 1914 dasselbe geschah wie 1939, dass nämlich die planvolle Entfesselung eines Weltkrieges durch die Führung des deutschen Diktators stattfand, dann könnten wir das Buch der deutschen Geschichte endgültig zuschlagen. Dann hätte immer Hitler über uns regiert und würde er immer über uns regieren. Von Freiburg aus machte Altmeister Gerhard Ritter seine Bataillone mobil. Dem Berliner Kollegen Hans Herz, Oktober 1961, Fischer habe ein Band über die deutschen Kriegsziele mit einem sensationellen Titel herausgebracht und behauptet, dass Bethmann-Hollweg den Weltkrieg entfesselt habe, um Eroberungen im Osten und Westen zu machen. Ritter empört. Wenn das wahr ist, so fordert das die ganze deutsche Historikerschaft zu einer kritischen Auseinandersetzung heraus. Und so wurde Fischers Buch über Kriegsschuld und Kriegsziele für den Göttinger Historiker Percy Ernst Schramm schlicht Landesverrat. Für den Kölner Ordinarius Theodor Schieder eine nationale Katastrophe. Ritter selbst sprach von Flagellantentum und bezichtigte Fischer, er zersetze den Wehrwillen der deutschen Jugend. Theodor Schieder, dem Herausgeber der historischen Zeitschrift, schrieb Ritter: Ich empfinde dieses Buch in gewissem Sinne als eine Herausforderung an die ganze deutsche Historikerschaft, soweit sie noch in einem Traditionszusammenhang mit der Arbeit vergangener Geschlechter steht. Ritter alarmiert den Hamburger Medievisten Hermann Aubin, der prompt das Buch seines Kollegen Fischer ein Schandbuch nennt. Auch der von Ritter angeschriebene Westberliner Historiker Hans Herzfeld, zu dieser Zeit gerade als Gründungsmitglied der bedeutenden Extremistenorganisation Rettet die Freiheit tätig, wir brauchen zur Schließung der Reihen in Berlin, die Schließung der Reihen in Westdeutschland, er stellt sich vorbehaltlos in den Dienst der guten Sache. Er versteht viel von der Kriegsschuldfrage. Der Kriegsfreiwillige von 1914, Offizier im Kaiser Franz Garde Regiment, war in der Weimarer Zeit als geistiger Schildknappe des Generals Ludendorff in der Heeresgeschichte tätig. Er trug durch sein Buch Die deutsche Sozialdemokratie und die Auflösung der Nationalen Einheitsfront im Weltkrieg zur Dolchstoßlegende bei, wörtlich: Der Versailler Friede ist in seiner ganzen Furchtbarkeit erst durch die Revolution möglich geworden, die Deutschland alle Waffen, die physischen wie die moralischen, aus der Hand schlug. Aus ihren rassischen Gründen entfernten die Nazis Herzfeld 1938 aus seiner Professur, doch die Wehrmacht nahm ihn mit offenen Armen auf. Er konnte über die Schuldfrage am Ersten Weltkrieg weiterforschen und wurde vom Heer bezahlt, bis er, wie übrigens auch der erzkonservative Ritter, 1944 von der Gestapo verhaftet wird. Jetzt, 1961, eilt Herzfeld Ritter zur Hilfe und veröffentlicht in der historischen Zeitschrift einen Aufsatz, in dem er Fischer vorhält, zur Beurteilung der deutschen Kriegsziele genüge nicht eine ausschließliche Stützung auf eine im amtlichen Schriftwechsel der maßgebenden Behördenstellen gefundene Aktenbasis. Eine Vortragsreise durch die USA, zu der Fischer vom Goethe-Institut eingeladen wurde, das Auswärtige Amt torpediert sie. Treibende Kraft: Staatssekretär Karl Carstens von der SA, NSDAP und nunmehr der CDU, der spätere Bundespräsident. Angesehene US-Historiker protestieren. Fritz Fischer wird auf Kosten von US-Universitäten eingeladen. Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier veröffentlicht im offiziellen Bulletin der Bundesregierung eine Anklage gegen den Hamburger Professor
und die deutsche Geißelbruderschaft. Und Franz Josef Strauß fordert die Bundesregierung auf, alle ihr zu Gebote stehenden Mittel und Möglichkeiten zu verstärken, aufeinander abzustimmen und auf diesen einen Schwerpunkt auszurichten, dass die gewohnheitsmäßigen, fahrlässigen und manchmal bewusst in den Dienst der Auflösung der westlichen Gemeinschaft gestellten Verzerrungen der deutschen Geschichte und des Deutschlandbildes von heute bekämpft und beseitigt werden. Hans Rothfels betritt die Szene. Der Offizier des Ersten Weltkriegs kämpfte in der Schlacht an der Marne, während Reichskanzler Bethmann-Hollweg in Berlin seine Eroberungspläne im September-Programm zusammenstellen ließ. Rothfels fiel vom Pferd und verlor ein Bein. Doch seinen überschwänglichen Patriotismus tat dies keinen Abbruch. Noch 1951 bestätigte ihm der Nestor der bundesdeutschen Historiker, Geheimrat Friedrich Meinecke, in einer Festschrift zum 60. Geburtstag: Es entsprach unserer gemeinsamen Grundgesinnung, in den Anfängen des Ersten Weltkriegs alle Kräfte des deutschen Geistes zusammenzufassen, um den Kampf um unsere Selbstbehauptung zu dienen. Davon kam Rothfels nicht. Der Bismarck-Fan wurde 1926 Professor an der Königsberger Albertina Universität, die er als Vorposten in der Ostbewegung betrachtete. Seinen Studenten brachte er einen besonderen Wissenschaftsbegriff bei. Vorgeschichte und Geschichte, Germanistik und Volkskunde, sie stehen alle hinter einer kämpfenden Front. Und er versprach ihnen, so sind Wissenschaft und Wissenschaftserziehung an der Albertina gegen das Scheinbild einer neutralen und objektiven Erkenntnis gefeit, die ins leere All verstehen und zur Standpunktlosigkeit führt. Das schrieb Rothfels 1928, aber das verhinderte nicht, dass 1960 die wissenschaftliche Buchgesellschaft dieses völkische Zeug von damals wieder auflegte. Kein Zufall. Sie unterstand damals dem Altnazi und späteren NPD-Ideologen Ernst Andrich, der einst die Auflösung des rassischen Denkens und den Vorstoß des Judentums bekämpfte. Rothfels störte die Neuauflage nicht seiner alten Ideen. Im Gegenteil, im Vorwort von 1960 bekennt Rothfels, hier und da ist ein Wort und eine Wendung gestrichen worden, die heute nicht mehr so in die Feder fließen würde. Der völkisch-parteiische Wissenschaftsbegriff fließt ihm also noch 1960. Freilich, den Nazis war das Blut des bis in die Knochen deutschnationalen Historikers nicht arisch genug. Noch 1935 versuchte Rothfels, die Hitler-Regierung zu überreden, ihm wenigstens einen Sonderauftrag für die Weltkriegsgeschichte und Ostfragen zu erteilen. Er machte seine Volkstums- und Schulungsarbeit in den baltischen Staaten geltend und seine Ausbildung, die ihm das Wehrkreiskommando I für besondere Aufgaben zuteil haben werden lassen. SS-Obergruppenführer von Ribbentrop, der spätere Außenminister, unterstützte das Gesuch. Wissenschaftsminister Russ trug es dem Führer Adolf Hitler vor, in seiner Wohnung vor, mit dem Hinweis, Rothfels Vorträge seien für unsere Außenpolitik nützlich. Doch die Zoologie siegte. Immerhin für die Auswanderung gewährte Ribbentrop dem enttäuschten Professor eine devisenrechtliche Sonderbehandlung. Auch in der US-Emigration blieb Rothfels der deutschen Sache treu und kämpfte gegen eine standpunktlose Wissenschaft. Und das kam so. Zu seinem Freundeskreis in den USA
gehörte ein gewisser Kurt Rietzler. Der war 1914 Sekretär von Reichskanzler Bethmann Hollweg. Sein Biograf Wayne Thompson nennt ihn Bethmanns Assistenten für politische Kriegführung. Während Rotfels an der Marne verwundet wurde, arbeitete Rietzler an den Raubzugsplänen des eingangs vorgeführten Septemberprogramms der Reichsregierung. Weil er 1915 die Tochter des jüdischen Malers Max Liebermann geheiratet hatte, musste er 1938 in die Emigration. Dieser ehemalige Kanzlergehilfe hatte Tagebuch geführt und las daraus im Emigrantenkreis vor. Auch das, was er in den entscheidenden Krisenmonat Juli vor der deutschen Kriegserklärung am 1. August 1914 notiert habe. Aus diesen Lesungen ging hervor, dass Kanzler Bethmann Hollweg im Juli 1914 unbedingt kriegswillig war. Als Rietzler nun 1941 und nochmal 1946-47 plante, sein Tagebuch zu veröffentlichen, riet ihm Historiker Rotfels dringend ab. In der gegenwärtigen Situation sei es unzweckmäßig, eine historische Quelle zu veröffentlichen, aus dem hervorgeht, dass Deutschland nicht nur mit der Kriegsschuld von 1939 belastet, sondern auch noch für den Ersten Weltkrieg verantwortlich sei. Solche Diskretion im Umgang mit wichtigen zeitgeschichtlichen Quellen für einen Mann mit seinem Wissenschaftsbegriff Ehrensache zahlte sich nach der Rückkehr aus der Emigration aus. Rotfels wurde, wie passend, Leiter des Instituts für Zeitgeschichte sowie Gründer und Mitherausgeber der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. Und das ist Rotfels auch noch im Frühjahr 1962. Zu dieser Zeit sitzt der Doyen des deutschen Historikerchors Fritz Gerhard Ritter in Freiburg und grübelt, was man noch gegen Fritz Fischer unternehmen und wie man Bethmann Hollweg vom Vorwurf der Kriegstreiberei freisprechen kann. Da erreicht ihn gute Kunde von dem Historiker Egmont Zechlin, dem Gegenspieler Fritz Fischers an der Hamburger Universität. Zechlin, der sich 1940 damit beschäftigt hatte, die wissenschaftlichen Voraussetzungen für einen zukünftigen Heißtipp für Gerhard Ritter. Da gäbe es noch einen Nachlass, das wird man gehilfen, Kurt Rietzler, ein Tagebuch sogar, was daraus geworden sei. Ritter versichert, die Publikation der Tagebücher sei heute dringlicher als jemals. Und er wendet sich sofort an Hermann Aubin, den Präsidenten der zuständigen historischen Kommission, Ritter. Meines Ermessens hat diese Publikation nach dem Erscheinen des Buches von Fritz Fischer eine eminente Bedeutung. Von dem Bekannten- und Freundeskreis Bethmanns lebt heute niemand mehr. Es kann auch nicht mehr aus dem Kreis Bethmanns auf die schmählichen Anklagen Fischers geantwortet werden. Die einzige Hoffnung, in das Innere der Gedanken des Bethmann-Hollweg-Kreises einzudringen. Ach, trinke ich doch erst mal. Die einzige Hoffnung, in das Innere des Gedankens des Bethmann-Kreises einzudringen, beruht, so viel ich sehe, auf den Tagebüchern Kurt Rietzlers. Doch noch am 21. März schickt Rotfels ihm einen vertraulichen Brief und schreibt, er weiß es ja aus dem Rietzler Tagebuch, dass die Haltung Bethmanns im Juli 1914 doch anders war. Ritter sieht die Hoffnung schwinden. Erschreckt und bestürzt, antwortet er Rotfels, wenn Bethmann, wie Sie schreiben, im Juli 1914 den Wunsch hatte, den Krieg mit Russland herbeizuführen, dann hat er entweder mit dem Schicksal des deutschen Volkes gewissenlos gespielt oder sich in geradezu unglaublichen Illusionen
über unsere militärische Leistungsfähigkeit bewegt. Auf alle Fälle hätte dann Fischer völlig recht, wenn er bestreitet, dass Bethmann-Hollweg ernsthaft den Krieg zu vermeiden wünscht. Wenn er bestreitet, dass Bethmann-Hollweg ernsthaft den Krieg zu vermeiden wünschte. Ritters Welt bricht zusammen. Stimmt das, was nach Ihrer Ansicht Ritzlers Tagebuch ergibt, so müsste ich meinen Aufsatz kassieren, statt ihn zu veröffentlichen. Und abwarten, ob die Jagd nach dem Tagebuch Ritzlers, die wir jetzt veranstalten, Erfolg haben wird oder nicht. Wenn Ritzler nach der Auskunft seines Bruders an Sie dem Bruder auf dem Totenbett verpflichtet hat, das Tagebuch keinem Historiker zu zeigen, obwohl er es ihm schon gezeigt hatte, so haben wir es hier mit einem sehr unheimlichen Staatsgeheimnis zu tun. Und alle historischen Perspektiven verschieben sich. Denn auch das von Fischer an die Spitze seines Buches gestellte sogenannte September-Programm Bethmann-Hollwegs rückt dann in eine völlig veränderte Beleuchtung. Gelingt es nicht, dieses dunkle Geheimnis aufzuhellen, das heißt, die Ritzlerschen Tagebücher doch noch in die Hand zu bekommen, so weiß ich nicht, wie ich überhaupt weiterarbeiten soll, in so großer Ungewissheit über die letzten Zusammenhänge. Doch wie gut, Ritters innerer Schweinehund ließ sich, wie ist allerdings unbekannt, überwinden. Sein Aufsatz gegen Fischer erscheint noch 1962 in der Historischen Zeitschrift. Ritter erkennt, dass Fischer Buch zeichne im Rahmen einer Erneuerung der Schuldanklage von Versailles ein völlig neues Bild des Reichskanzler Bethmann-Hollweg. Anstelle des streng gewissenhaften, ehrlichen, aber in seinen Entschlüssen schwer beweglichen, durch immer neue Bedenken gequälten Beamten trete bei Fischer ein zäher, verschlagener Machtpolitiker, der mit gewissenloser Leichtfertigkeit mit Deutschlands Schicksal spiele. Damit ist für Ritter ein erster Gipfel erreicht in der Selbstverdunklung deutschen Geschichtsbewusstseins. Das sei der Katastrophe von 1945 die frühere Selbstvergötterung verdrängt hat und nun immer einseitiger sich durchzusetzen scheint. Berlin, 18. März 1946. Auf Einladung des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands unter dem Vorsitz des bekannten Kommunisten Johannes R. Becher spricht im Haus des Rundfunks ein Mann, der ein Jahr später Professor für Neuere Geschichte und zwei Jahre darauf noch weit mehr sein wird. Der Redner sagt mit seiner sonoren Stimme: Die Frage des deutschen Geschichtsbildes steht als schwerste Aufgabe im geistigen und politischen vor uns. Sie ist nicht dadurch zu lösen, dass man eine Reinigungsanstalt herbeiholt und die braune Farbe abputzen lässt, um eine andere Farbe aus bereitgestellten Kübeln aufzuschmieren. Sondern die Forderung ist die, dass wir in den Raum der Wissenschaft wieder die zweckentbundene Wahrheit. Ein gutes Jahrzehnt später ist Bundespräsident Theodor Heuss, er war's, Mitwisser dessen, was Gerhard Ritter das sehr unheimliche Staatsgeheimnis nannte. Heuss, ein großer Liberaler, der 1933 unter Fraktionszwang, wie er sich später entschuldigte, dem Ermächtigungsgesetz für Hitler zugestimmt hatte, kannte Kurt Ritzler seit 1918 und ist mit ihm befreundet. Der Freund, nach Europa zurückgekehrt, stirbt im Oktober 1955 in einem Münchner Krankenhaus. Sein Bruder, der Münchner Musikhistoriker Walter Rietzner,
vertraut dem Bundespräsidenten an, dass ihm die Vernichtung der Tagebücher zur Pflicht gemacht worden sei, weil Kurt den Historikern misstraut habe. Ende 1956 sucht Heuss den Rietzler-Bruder in Ebenhausen auf und bekommt Einblick in die Tagebücher Kurts. Walter hat ihn zuvor gebeten, zu überlegen, ob und inwieweit man es verantworten kann, entgegen dem klaren Willen Kurts einen Teil dieser Tagebücher der Geschichtsforschung zugänglich zu machen. Im selben Jahr gesteht Zeitgeschichtsführer Rothfels dem Bundespräsidenten sowie dem Direktor des Göttinger Max-Planck-Instituts für Geschichte, Professor Hermann Heimbel, dass er Kurt Rietzler nach dem Krieg aus politischen Gründen von der Veröffentlichung seiner Tagebücher abgeraten habe. Heuss plädiert am 13. September 1957 für eine Freigabe der Tagebücher an die wissenschaftliche Forschung. Abschriften der Tagebücher gelangten zu treuen Händen an die Historische Kommission in München, die den Kölner Historiker Peter Rassow beauftragt, sich der Tagebücher anzunehmen. Bei Rassow wären sie in den allerbesten Händen gewesen. Er war der letzte Mitarbeiter Bethmann-Hollwegs nach dessen Sturz 1917 und hatte ihn auch bei der Abfassung seiner Memoiren Betrachtungen zum Weltkrieg unterstützt. 1936 wurde er Professor für die Geschichte der Kriegskunst, nachdem er sich ein Jahr zuvor über die Kriegsschuldfrage in ihren Abwandlungen während des Krieges in den Berliner Monatsheften geäußert hatte. Diese Zeitschrift führte vor der Nazizeit den Titel Die Kriegsschuldfrage und wurde von der Zentralstelle zur Erforschung der Kriegsursachen, einem von dem Auswärtigen Amt ausgehaltenen Propaganda-Institut, herausgegeben. Jetzt, 1957, erklärt Rassow in einem Gutachten, Rietzlers Tagebuch sei eine Quelle von unermesslichen historischen Wert, aus der man herausarbeiten, denn man könne aus ihr herausarbeiten, dass Bethmann nicht zu den Annexionisten gehört habe. Er hält es jedoch für weniger wichtig, ob eine Veröffentlichung in diesem Jahr oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren stattfände. Die Veröffentlichung der Tagebücher etwa unter dem Titel Aus der politischen Welt Bethmann-Hollwegs solle weit über die Person Rietzlers hinausgehen. Eine neue Generation würde dann erkennen können, dass es die besten Kräfte der Nation sind, die von Bethmann-Hollweg über Naumann und Stresemann, den Stresemann der 20er Jahre, zu Heuss und Adenauer führen. Der ausgeguckte Rietzler-Spezialist Rassow war Spezialist für schöne, für wunderbare historische Kontinuitäten. Ein Jahr später analysierte er in Geschichte, in Wissenschaft und Unterricht. Im Nordatlantikpakt fällt den Vereinigten Staaten geschichtlich etwa die Rolle zu, die Preußen dem Deutschen Reich von 1871 bis 1919 zu spielen hatte, nämlich die Rolle des größten Schwertträgers, Waffenschmiedes und Geldgebers, Amerika der Maßgeber, der Generalnenner, ohne den politisch nichts ins Werk gesetzt werden kann. Rassow hätte also Gewähr für einen zuverlässigen Umgang mit den Rietzler Tagebüchern geboten. Doch leider war Bruder Walter schon misstrauisch geworden, weil zu viele Tagebuchabschriften unter den Historikern zirkulierten. Er forderte alle zurück. Es ging noch etwas hin, es ging noch etwas her, weil der Rietzler selbst schrieb am 28. Dezember 1958 dem Bundespräsidenten, dass es kaum zu verantworten wäre, diese Aufzeichnungen zu vernichten, ohne dass sie zumindest zum Teil für die Geschichte ausgewertet sind. Neue Verhandlungen kamen zustande, da starb Rassow 1961. Jetzt wird Rassow-Schüler Karl-Dietrich Erdmann von der Historischen Kommission beauftragt,
Fritz Fischers Griff nach der Weltmacht erscheint mit dem von Rietzler ausgearbeiteten Annexionsprogramm vom September 1914. Und der Notruf, den Gerhard Ritter aus Freiburg ausstieß, jetzt könnten nur noch die Rietzler-Tagebücher als Waffe gegen Fischer helfen, wird vom Präsidenten der Historischen Kommission Aubin zur weiteren Veranlassung an Erdmann übergeben. Doch inzwischen erfährt Ritter im Rotfelsbrief vom 21. März, dass die Haltung Bethmanns im Juli 1914 doch anders war als bisher angenommen. Schnell schickt Fischer am 30. März Erdmann einen Warnbrief, in dem er die Tagebücher als heikles Material bezeichnet, das selbstverständlich nicht irgendwelchen unbedarften Anfängern anzuvertrauen sei, weil eben Rotfels in einem Tagebuch von Juli 1914 Äußerungen gelesen hatte, die etwa so klangen, als ob Bethmann Hollweg den Krieg mit Russland geradezu wünschte. 10 Jahre später, 1972, stellt sich heraus, dass Erdmann kein unbedarfter Anfänger war. Im Verlag von Nöck und Rupprecht erscheint innerhalb der deutschen Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts, herausgegeben von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, ein 766-Seiten-Band Kurt Rietzler, Tagebücher, Aufsätze, Dokumente, eingeleitet und herausgegeben von Karl Dietrich Erdmann. Hans Rotfels schreibt Erdmann einen Dankesbrief, den dieser noch im Juli 1983 in der Zeit stolz zitieren wird. Dass die Quelle selbst ersten Ranges ist, brauche ich nicht zu betonen, auch nicht, dass sie nicht in das Fischernetz passt. Und sie haben mit einer unwahrscheinlichen Mühewaltung die Kommentierung in einer Weise durchgeführt, die ziemlich ohne Parallele ist, soweit ich urteilen kann. Die Kommentierung durch Erdmann ist in der Tat eine unwahrscheinliche Interpretation der Julikrise durch Fritz Fischer, vom Herausgeber die Voraussetzungen zu. Dort ertappt der Fischer in Polemik gegen die von mir in dem oben genannten Aufsatz gegebene Interpretation, die jedoch die Einsichtnahme in die Tagebücher Ritzlers bestätigt wird. Als einer der ersten Rezensenten meldet sich Erwin Hölzel, ein bedeutender Gelehrter zur Wiederverwendung, das ist der durchgängige Euphemismus in den damaligen Jahren für alte Nazi-Professoren, der zusammen mit anderen arteigenen Professoren einen Dummelplatz gefunden hat in der 1950 gegründeten Rangegesellschaft. Grundsatz, ein Volk aber, dessen Geschichtsbild brüchig geworden ist, ist in seinem seelischen Kern angegriffen und der Gefahr der Selbstzerstörung ausgesetzt. Hölzle, der zusammen mit dem Reichsstudentenführer Dr. Condi den Hochschulring deutscher Art leitete, 1932 in die NSDAP eintrat und dort Karriere machte, zuletzt als Obereinsatzführer im Stab des erfahrenen Mordbrenners Alfred Rosenberg im Osten tätig war, schreibt jetzt in der sehr angesehenen Zeitschrift das historisch-politische Buch, die von Erdmann herausgegebenen Rietzler-Tagebücher seien die schlüssigste, war eine dokumentarische Widerlegung der Kriegsschuldese Fritz Fischers. Und er fügt noch einen Satz hinzu, den wir uns gut merken wollen. Diese historische Erkenntnis stützt sich auf nur 15 Seiten des Rietzlerschen Tagebuches und einige spätere Rückblicke. Schon ein Jahr nach dem Erscheinen der Tagebücher schaut in Österreich eine etwas zu genau auf den Text und merkt was. Ausgerechnet die 15 Seiten, von denen Hölzle sagte, sie widerlegten Fischers Kriegsschuldthesen, kommen dem Salzburger Historiker Fritz Fellner sehr seltsam vor. Es sind Aufzeichnungen aus dem entscheidenden Monat zwischen dem Mord von Sarajevo und dem Kriegsbeginn. Fellner
diese Aufzeichnungen für die Juli-Krise unterscheiden sich jedoch schon rein äußerlich von den übrigen Tagebüchern. Sie waren nachträglich geschrieben auf 19 Einzelblättern. Die Originalaufzeichnungen für die entscheidenden Tage vom 7.7. bis zum 14.8.1914 sind verschwunden. Dann meldet sich der quellenkritisch erfahrene Historiker Bernd Sösemann zu Wort. Sein Fazit: Die Aufzeichnungen Rietzlers vom 7. Juli bis zum 14. August stellen nicht die Originale der damaligen Tage, sondern später angefertigte Fassungen dar. Und er äußert den Verdacht, dass die Originale aus der Juli-Krise bewusst vernichtet worden sind. Und dann berichtet Karl-Heinz Janssen in einem Zeitdossier über den Krach unter den Historikern. Janssen fragt nach den Hitler-Tagebüchern, also nun die Rietzler-Tagebücher, nach der Fälschung, eine Verfälschung, haben hoch angesehene deutsche Historiker in den 50er und 60er Jahren in falsch verstandenem nationalem Interesse Teile dieses Dokumentes beseitigen und unterschlagen wollen, sogar mit Wissen und Einverständnis des Bundespräsidenten Theodor Heuss, hat der Herausgeber der Rietzler Tagebücher, der 73-jährige Emeritus Karl Dietrich Erdmann, seinen Lesern Kürzungen und Veränderungen freigegeben. Und er enthüllt, was es mit einem Gutachten auf sich hat. Ein Gutachter auf sich hat, den Erdmann zu Hilfe zog. Nachdem Sösemann, übrigens nur am Rande in einer Fußnote, nicht sehr aussagekräftige Gutachten zum Alter des Papiers der Blockblätter für die Juli-Krise zitierte. Erdmann konterte mit einem vom Bundesarchiv veranlassten Papiergutachten des Diplomchemikers Arnold Renz, der erklärte, die Blockblätter seien noch vor dem ersten, also diese entscheidenden Blätter aus dem Juli, seien noch vor dem Ersten Weltkrieg und nicht während und auch nicht danach erzeugt worden. Dazu Zeithistoriker Janssen: Jener Gutachter Renz ist derselbe, der dem Stern bestätigte, ein ihm vorgelegtes Muster aus einem vermeintlichen Hitler-Tagebuch stamme aus den 30er oder 40er Jahren. Tatsächlich wurde das Papier der Glatte frühestens Mitte der 50er Jahre hergestellt. Was lehrt uns dieses Schauerstück aus dem Milieu der deutschen Historikerzunft? Gerhard Ritter, der Altmeister aus Freiburg, schrieb: Nicht Krieg und Eroberungslust, sondern tiefe Sorge um das Schicksal Deutschlands in einer immer bedrohlicher werdenden Umwelt, die sich von Berlin her gesehen als planmäßige Einkreisung durch feindliche Bündnisse darstellte, ist die Grundstimmung des Generalstabs, vor allem seiner Chefs im letzten Jahrzehnt vor 1914 gewesen. Was hier geschmiedet wurde, waren nicht Pläne für einen Eroberungskrieg, sondern für eine möglichst erfolgreiche Abwehr feindlicher Angriffe und Eroberungsabsichten. Nur gehörte es freilich zu den seit Jahren Napoleons, das heißt seit Clausewitz, feststehenden Lehren der Generalstabstechniker, dass die beste strategische Form der Verteidigung der Angriff sei, weil nur er den Krieg zu einem siegreichen Ende bringen kann. So schrieb Ritter 1964 mitten im Kalten Krieg und seiner westlichen Doktrin der Vorwärtsverteidigung. Und er schrieb es nicht in einem Werk der Geschichtswissenschaft. Er schrieb es in einer Aufklärungsschrift der offiziellen Bundeszentrale für politische Bildung, die er zum 50. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs und zur Widerlegung Fritz Fischers verfasste. In derselben Aufklärungsschrift äußert sich Gerhard Ritter zum Septemberprogramm Bethmann-Hollwegs, zu dessen
zu den defensiven Kriegszielen des Verteidigungskrieges. Die wichtigste Forderung war, das belgische Tor nach Frankreich, das wir soeben gewaltsam aufgesprengt hatten, dauernd offen zu halten. Und zwar dadurch, dass Belgien die Grenzfestung Lüttich und Verviers neben einem Grenzstreifen an der Maas an uns abtreten sollte, unter Umständen auch den Hafen Antwerpen mit einer Verbindung nach Lüttich und uns Besatzungsrecht in militärisch wichtigen Hafenplätzen einräumte. Wirtschaftlich sollte es von uns abhängig, politisch wiederhergestellt werden, aber praktisch nur als Vasallenstaat. Um es dafür zu entschädigen, sollte es die flämischen Küstengebiete Nordfrankreichs mit Dünkirch, Calais und Boulogne erhalten. Bethmanns Intention ging noch weiter, nahm mehr Rücksicht auf wirtschaftliche Interessen. Sein bereits erwähnter Mitteleuropäischer Wirtschaftsverband sollte vom Nordkap bis nach Sizilien reichen. Und dazu fällt Ritter schon 1964 der passende Nichtvergleich ein. Heute, im Zeitalter der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, erscheint dieser Mitteleuropäische Wirtschaftsverband höchst modern. Aber er war von Bethmann Hollweg nicht wie die heutige EWG als freiwillige Interessengemeinschaft gedacht, sondern als Herrschaftsgebiet des führenden Industriestaates, nämlich Deutschland. Damals, heute nicht. Kurt Rietzler, der das Eroberungsprogramm für Bethmann Hollweg ausgearbeitet hatte, wurde von der Herausgeber Erdmann zum Warner vor dem Krieg, hochstilisiert. Doch seine Tagebücher, wenn sie in der von Erdmann herausgegebenen Form echt wären, verraten nur, was nach dem Willen des Tagebuchschreibers die Nachwelt vor dem denken sollte. Aber nicht, was er und Bethmann Hollweg in Wirklichkeit getan haben. Am 9. September 1914 notierte Rietzler in dem bisher nicht umstrittenen Teil seines Tagebuchs: Heute regnet es, seit 4 Wochen zum ersten Mal. Ich bin von tiefster Melancholie erfasst, weiß nicht warum. Das Dynamische, die Realität des höchsten Gutes. Dieser 9. September, an dem Rietzler sowas in sein Tagebuch geschrieben haben soll, ist der Tag, an dem er das von ihm erarbeitete Annexionsprogramm an Bethmann Hollweg übergab. Doch davon steht im Tagebuch kein Wort. Das haben wir erst von Fritz Fischer erfahren. Albert Ballin, der Hamburger Reeder und Freund Kaiser Wilhelms II., befand kurz und bündig: Den Krieg haben wir gemacht. 2013 hatten sich Fischers Thesen über die Hauptverantwortung Deutschlands über den Ersten Weltkrieg weitgehend durchgesetzt. Kein Historiker, der ernst genommen werden wollte, sprach mehr von Deutschlands Unschuld am Zweiten Weltkrieg. Doch Deutschland muss wieder zu sich selbst finden. Was ist nun aber die Aufgabe Deutschlands in Europa und in der Welt? So fragte der sachverständige Bundespräsident Joachim Gauck am 3. Oktober 2013, den 23. Jahrestag jener zu feiernden deutschen Einheit. Gewiss, so antwortete er, manche Nachbarländer fürchteten ja immer noch eine starke Rolle Deutschlands, aber andere wünschen sie sich. Und die noch Schwankenden im eigenen Land mahnte er: Weniger Verantwortung, das geht eigentlich nicht länger. Deutschland ist keine Insel. Wir müssen uns endlich an mehr Verantwortung gewöhnen und uns dafür etwas anderes abschminken.
kurz davor. Ich muss mich doch wohl mal setzen. Kurz davor bei einem Besuch in Frankreich, das war in Oradour, saß ich mit einer Frage konfrontiert. Erinnern wir Deutsche auch deshalb uns so intensiv an unsere Vergangenheit, weil wir eine Entschuldigung dafür suchen, den heutigen Problemen und Konflikten in der Welt auszuweichen? Lasten wir andere unsere Versicherungspolice zahlen? Es gibt Stimmen, die unser Präsident hört, die ihn bedrängen. Engagement! Engagement! Und ihm gilt Deutschland, so klagt er laut und schmerzerfüllt, als schlafwandelnder Riese oder als Zuschauer des Weltgeschehens. Wusste Gauck Bescheid? Hat er es zum Tag der Einheit schon gelegt, vor seiner Rede am 9. September erschienen war? Die Schlafwandler von dem australischen Historiker Christopher Clark. Frohe Kunde, er spricht uns frei von der Schuld, ja auch von der Verantwortung für den Ersten Weltkrieg. Er mahnt die Deutschen, die Schuld am Ersten Weltkrieg von Srebrenica aus zu sehen. Also aus dem Jahr 1995 zurück auf die serbischen Attentäter von 1914. Schuld ist der Serbe, der 1999 von deutschen Bombern auf Belgrad bestraft wurde. Deutschland aber spricht Clark frei. Er erwähnt Fritz Fischer in seiner Entdeckung über Berlins Griff, nach der Weltmacht nur einmal im Schlusskapitel seines Buches auf Seite 750. Clark fragt er nun, ist es wirklich nötig, dass wir ein Plädoyer gegen einen einzigen schuldigen Staat halten oder eine Rangordnung der Staaten nach ihrem jeweiligen Anteil an der Verantwortung für den Kriegsausbruch aufstellen? Nein, sagt Clark. Und nennt sein dickes Buch Die Schlafwandler. Wie kam es zu diesem Titel? Der Spiegel fragte, Herr Professor Clark, schlafwandeln Sie manchmal? Clark antwortete, nein, aber ich habe oft einen Schlafwandler beobachtet. Mein Bruder als kleines Kind. Zum Glück ist ihm nie etwas Schlimmes passiert. Der Spiegel insistierte. Wenn Ihr Bruder sich oder anderen etwas angetan hätte, hätten Sie ihn dafür verantwortlich gemacht. Der Professor beruhigte. Natürlich nicht. Wer schlafwandelt, macht sich nicht schuldig. Früher glaubte man, dass ein allzu heller Mond die Schlafwandelei verursachen. Heute weiß man, dass es oft eine allzu gefüllte Blase ist, die die Somnambulen in Nachthemd aufs Dach treibt. Hätten die drei Kaiser und die Staatsmänner aller beteiligten Staaten sich einen Nachttopf und das Bett gestellt, dann wäre der Erste Weltkrieg nach der reinen Lehre genau nicht ausgebrochen. Dieser Ausbruch war, das weiß auch klar genau, eine Tragödie, kein Verbrechen. Soll ich weiterlesen? Monika. Ja. Komm mal her. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen. Ich bin heute eine Brille. Ja, komm her. Moment, kannst vielleicht ohne Brille lesen.
dieser Ausbruch war, das weiß auch Clark genau, eine Tragödie, kein Verbrechen. 6 Wochen nach Gaucks Appell, Deutschland dürfe nicht länger nur schlafwandelnder Riese sein, sondern müsse sich in aller Welt engagieren, beginnt am 14. November das Haus Springer in der Welt eine Kampagne mit 3 Glaubenssätzen. Ach jetzt, was trinkt Wasser? Wasser. Ich kenne das schon. Wasser, nicht Wein. Nicht Das ist auch erkältet. Ja, das hat er gesagt. Das ist besser, wenn man sich tief. Gibt es sowas wie eine Liege hier, dass man ihn hinlegen könnte? Eine Liege? Ja, bitte. Kann man sich hier. Was ist das für ein Verhaft? Ja, ich weiß nicht. Der kippt hier rum. Das öfters so eine Schwächegeschichte, also, der Otto, und wir sollen uns jetzt nicht. Die Erkältung dazu. Die Erkältung kommt dazu, jetzt ruht er sich ein bisschen aus und du liest weiter. Ja? Bitte? Meistens im Theater ist ja Theater. Ja, eben. Ja. Nur mit Publikum. Ich drehe nur vom großen Publikum bezeugt. Das erste Mal ist es in Hamburg im Schauspielhaus. Ja, also, na gut, da sind wir hier in guten. Aber ich bin ja so empfindlich. Das muss man so. Also, wo war ich denn jetzt? Dieser Ausbruch mit dem. Also, Ausbruch. Lauter. Vom Klar. Dieser Ausbruch war, das weiß auch Clark genau, eine Tragödie, kein Verbrechen. Kein Verbrechen. 6 Wochen nach Gaucks Appell, Deutschland dürfe nicht länger nur schlafwandelnder Riese sein, sondern müsse sich in aller Welt engagieren, beginnt am 14. November das Haus Springer in der Welt eine Kampagne mit 3 Glaubenssätzen. Erstens. Klafter tief begraben, wird durch Christopher Clarks Schlafwandler die These von der Hauptverantwortlichkeit des Deutschen Reiches am Ersten Weltkrieg. Zweitens, kein Zweifel aber besteht an der provozierenden Rolle Frankreichs. Und drittens, daran, dass Großbritannien kein eigenes Eisen im Feuer hatte, also kein legitimes Interesse, dass ihm das Jus ad bellum verliehen hatte. Ein Recht auf Krieg haben allein Österreich und sein Bundespartner Deutschland gegenüber Serbien gehabt. Formuliert hatte die 9 Glaubenssätze
die Krimi-Autorin und Weltmitarbeiterin Cora Stephan, die dann am 2. Januar zusammen mit drei ziemlich echten Historikern, die ihren neuen Artikel mit unterzeichneten, die Kampagne fortsetzte. Dieses Weltquartett verwahrte sich gegen eine unter deutschen Politikern in Schulen und Redaktionsstuben verbreitete Weltsicht, Deutschland habe nicht nur den zweiten, sondern auch den ersten der beiden Weltkriege angezettelt. Solche Sicht sei aber hochgefährlich. Bei manchen unserer europäischen Nachbarn verdichte sich das heute zu dem Diktum mit seiner Europolitik, drohe Deutschland, den Kontinent ein drittes Mal zu ruinieren. Dagegen aber stehe der von Christopher Clarks Schlafwandlern und von Herfried, auf den komme ich gleich, Münklers großem Krieg vollzogene Paradigmenwechsel der Geschichtswissenschaft. Auf diesen Paradigmenwechsel erstieg 10 Tage später hocherfreut die Kurt A. Körber Stiftung ein zum Auftakt des Jubiläumsjahres 1914. 100 Jahre Erster Weltkrieg, 75 Jahre Zweiter und 25 Jahre friedliche Revolution. Alles Jubiläen, die es zu feiern gilt. Der verstorbene Stifter Kurt A. Körber schuf sich als NSDAP-Mitglied mit Rüstungsgeschäften ein erstes Vermögen und danach mit einem nahezu Weltmonopol für Zigarettenentwicklungsmaschinen ein gewaltiges zweites. Am Stiftungssitz in Hamburg traten, mitorganisiert von dem bekannten Welthistoriker Sven Felix Kellerhoff, Cora Stephan zusammen mit dem Historiker und Fritz Thyssen Fellow Thomas Weber auf, einem der drei Mitunterzeichner ihres Weltmanifests. Wenige Tage später diskutiert am Körbersitz in Berlin der Knopp-Gefährte Sönke Neitzel, ebenfalls Mitunterzeichner. Er ist Verfasser des Glaubenssatzes, dass wir erst seit Christopher Clark wissen, dass die Erde eine Kugel ist. Neitzel hat also diskutiert mit Herfried Münkler, dem zweiten Mann neben Clark. Der zur ideologischen Runderneuerung der Deutschen angetreten ist. Er hat in sehr friedlicher und befruchtender Koexistenz mit Clark die zweite dicke Aufklärungsfibel geschrieben. Der große Krieg, die Welt 1914 bis 1918. Dort verkündet er auf Seite 784, die Zeit der einseitigen Schwarz-Weiß-Zeichnungen in der Ursachenforschung zum Ersten Weltkrieg ist vorbei. Und die von Hegel in seiner Vorrede zur Rechtsphilosophie die Eule der Minerva inspiziert eine Landschaft, in der die mit den Ursachen und mit dem Verlauf des Ersten Weltkriegs befasste Forschung, nämlich er selbst, Münkler, inzwischen ihr Grau. In der alle Raubkatzen grau sind, hat Fritz Fischer mit seinen die deutsche Geschichte bis in die Gegenwart erhellenden Erkenntnissen keinen Platz. Münkler aber fliegt, immer wenn es dunkel wird, als Eule der Minerva über den Berliner Regierungsviertel und lässt sich bei seinen immer häufigeren Auftritten gern so vorstellen. Professor Dr. Herfried Münkler ist Inhaber des Lehrstuhls für politische Theorie am Institut für Sozialwissenschaften der Berliner Humboldt-Universität und zugleich einer der gefragtesten Politikberater Deutschlands, unter anderem
für das Auswärtige Amt und das Kanzleramt. Sein weltweit rezipiertes Buch, Die neun Kriege von 2002, markierte nach dem 11. September einen Paradigmenwechsel in der Kriegs- und Konfliktforschung. Und sein jüngstes Buch über den Großen Krieg bleibt hoffentlich, so wie das Gewölle selbst der Eule der Minerva, unverdaulich. Geschrieben ist es mit Mitteln der Thyssen-Stiftung, vor allem aber durch das Opus Magnum-Stipendium der VW-Stiftung, die sich immer so schwer tat, ihren Zwangsarbeitern eine kleine Entschädigung zu zahlen. Münkler, ein solches Buch kann nicht entstehen ohne Hilfe und Zuspruch. Rat und Tat. Und so wurde er auch 2012 in den Beirat der BAKS, der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, aufgenommen, die für die Bundesregierung ihre neuen Kriege vorbereitet. Münkler erläutert, dass die deutschen politischen Akteure aus Angst vor der Bevölkerung sich für Krieg entschieden. Sie standen unter dem Druck der Massen. Diese Massen hätten noch bis in den Juli 1914 für Frieden demonstriert. Doch das kippte zusehends. Die Massen, die auf Erlösung durch Krieg hofften, setzten die politischen Akteure unter Druck. Die fürchteten sich, ohne Krieg vor die Bevölkerung treten zu müssen. Da kam es kein Zurück. Der Politologe Münkler erläuterte vor der Körperstiftung auch, zu welchem dringlichen, ja patriotischen Zweck er seine historische Wahrheit verkündet. Wir führen jetzt noch einmal eine Debatte um Fragen der historischen Wahrheit, aber vor allem auch um die Frage, welche Bedeutung hat Deutschland für die nächste Zeit im Spiel der Europäischen Union und wie muss ein Land, das in dieser zentralen Position wieder angekommen ist, wie muss ich das zu seiner Vergangenheit verhalten können? Wie viel Selbstbewusstsein muss es haben, um zu sagen, wir sind bereit, nicht nur die Hände uns fesseln zu lassen, sondern, er lachte, im Gegenteil, Verantwortung zu übernehmen. Auf derselben Seite 784, auf der er sich als Eule der Minerva vorstellt, schreibt er, wenn Fritz Fischer recht hatte, dann müsste man die geografische Verkleinerung und Aufspaltung Deutschlands, eingeschlossen die politische Teilung, als gerechte Strafe für die mutwillig angezettelten Kriege akzeptieren und begreifen, dass seine Nachbarn nie wieder einen solch gefährlichen Akteur in ihrer Mitte dulden würden. Ein Gedanke, den der Berater des Kanzleramtes und des Auswärtigen Amtes für unsinnig hält und dessen verständige Anwendung doch dazu geführt hätte, dass Deutschland heute wenigstens, wir haben es gleich, nicht wieder die herrschende Macht über Europa und mehr wäre. Wir schreiben den 8. Dezember 1912. Wilhelm II. War am Morgen mit dem festen, wenn auch irrsinnigen Glauben aufgestanden, England werde neutral bleiben, wie 1870, wenn die Deutschen wieder in Frankreich einmarschieren. Doch dann wurde ihm ein Brief seines Botschafters in London, Fürst von Lichnowsky, vorgelegt. England, so berichtete dieser, von einem Gespräch mit Lord Heldon, dem Sprecher des Foreign Office, werde unter keinen Umständen eine Niederwerfung der Franzosen dulden können. Wütend schrieb der Kaiser an den Brief ran, Sie werden es doch müssen. Empört über die perfide Drückeberkerei Albions, wenn denn das Schwert sprechen müsse, kritzelte Herr Wilhelm ans Ende des Lichnowsky-Briefes, weil England so feige ist, Frankreich und Russland offen in diesem Falle sitzen zu lassen und so sehr neidisch ist auf uns und uns hasst. Deswegen sollen andere Mächte ihre Interessen nicht mit dem Schwert verteidigen dürfen, da es dann trotz aller Versicherung doch gegen uns geht. Das richtige Krämervolk, das nennt es Friedenspolitik. Balance of Power, der Endkampf der Slawen und Germanen, findet die Angelsachsen auf Seiten der Slawen und Gallier.
Und dann berief er für 11 Uhr seine höchsten Militärs zum Kriegsrat ein. Helmut Graf von Moltke, der Chef des großen Generalstabs, hielt einen Krieg für unvermeidlich. Je eher, desto besser. Admiral Georg Alexander von Müller empfahl gegen England den Unterseebootkrieg und Minen in der Themse. Doch Alfred von Tirpitz, einer der schärfsten Kriegstreiber, brachte das Problem vor. Der Nord-Ostsee-Kanal werde erst im Sommer 1914 ausgebaut sein. Vorher könnten darum die Großkampfschiffe der kaiserlichen Marine nicht in die Nordsee stechen, zum Kampf gegen die Briten. Diesen bitteren Sachzwang beugten sich der Kaiser und seine Runde. Deutschland hat dann im August 1914 mit preußischer Pünktlichkeit den Krieg geführt, den der Kaiser und seine Militärs im Dezember 1912 für diesen Zeitpunkt geplant hatten und den auch Reichskanzler Bethmann-Hollweg nach anfänglichen Zögern gewollt hatte. Darüber helfen weder Clark noch Münkler hinweg, so oft sie auch in ihrem Feldzug gegen Deutschlands Schuld auftreten. Gut gefördert von der Bundesregierung. Denn ihr Zeugnis ist wichtig, weil Deutschland, wie sein Bundespräsident verkündet, überall auf der Welt mehr Verantwortung tragen muss. Und weil Deutschland, wie der Politikchef unserer führenden Wochenzeitung Die Zeit ungestraft bekennt, Krieg führen darf und muss. Ich danke.